Grußwort für den Rotary Club Bochum-Rechen aus Anlass des Jubiläums des Baltisch-Deutschen Hochschulkontors am 13. Juni 2020. Mein Name ist Haro Müller-Michaels, ich bin Professor für Germanistik an der Ruhr-Universität und Mitglied im Rotary Club Bochum-Rechen. Das Bild des Platzes des europäischen Versprechens an der Christuskirche in Bochum ist ein Symbol für den Willen zur wachsenden Verständigung zwischen den Bürgern West- und Mittelosteuropas nach der Jahrhundertwende 2000. Die Mitglieder des Rotary Clubs gratulieren dem Baltisch-Deutschen Hochschulkontor zu seinem 15. Geburtstag. Der Club Bochum-Rechen hatte 2004 beschlossen, nach Beitritt der Staaten Mittelosteuropas zur Europäischen Union, im gleichen Jahr übrigens, in dem der Platz des europäischen Versprechens in Bochum eingerichtet wurde, ein Projekt zur Förderung der Zusammenarbeit mit den baltischen Staaten zu unterstützen. Nach Rücksprache mit dem DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, fiel die Wahl auf den geplanten baltisch-deutschen Hochschulkontor. In dem alten Wort Kontor verbirgt sich die lange Tradition der Handelsbeziehungen in Europa, vor allem im Ostseeraum mit den Städten der Hanse. Der Akademische Austauschdienst, die Verantwortlichen in Riga, vor allem von der Technischen Universität und Mitglieder unseres Clubs wollten an die Tradition anknüpfen und sie neu beleben. Gedacht war an die Förderung des Austauschs in Wissenschaft, Handel und Kultur. Bei der Feier zur Eröffnung des Kontors am 13. Juni 2005 durfte ich im Namen des Clubs einen ansehnlichen Scheck für den Aufbau einer Bibliothek überreichen. Der Betrag wurde erhöht durch Spenden unseres Partnerclubs in Auxerre, Frankreich, sowie durch den Club Riga Hansa und anschließend durch Rotary International in einem Matching Grant verdoppelt. Ein wichtiger Grundstock für das Kontor als Ort des Wissens und des Gedankenaustauschs war gelegt. Nach der Einrichtung der Bibliothek hat der Rotary Club beschlossen, die Zusammenarbeit durch Vorträge und Diskussionen vor Ort zu fördern. Die finanzielle Unterstützung für zwei Vorträge im Jahr wurde garantiert und auch vollzogen. Bisher sind vom 9. Mai 2011 bis zum 27. Februar 2020, kurz vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie, 19 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Wissensgebieten finanziell unterstützt worden, unter anderem zu aktuellen Themen aus den Naturwissenschaften, Physik und Biologie, zu neueren Verfahren in der Archäologie, Problemen des Arbeitsmarktes und des Handwerks in Deutschland, christlichen Festen, zur Förderung von Fremdsprachenerwerb, zu Leitkategorien europäischer Aufklärung und zur friedlichen Revolution in Europa 1989. Der Rotary Club Bochum-Rechen hofft auf weitere gute Zusammenarbeit und wünscht dem Kontor gutes Gelingen bei der Arbeit an der Förderung des Zusammenwachsens zwischen den baltischen Staaten und Westeuropa. Lebhaften Gedankenaustausch in Wissenschaft und Politik sowie der Suche nach gemeinsamen Leitlinien vertiefter Verständigung in Europa. Als Germanist darf ich an die lange Tradition der Verbindung zwischen dem Baltikum und Deutschland erinnern. Am Dom in Riga steht eine Statue des Dichters Johann Gottfried Herder, der zwischen 1764 und 1769 an der Kirche als Prediger und Lehrer tätig war. Er hatte sich, wie er 1765 schrieb, wegen des, Zitat, republikanischen Geistes der Stadt für Riga entschieden. Über Riga, wie er es nannte, das Genf an der Ostsee, schreibt er weiter, wo man mit Freundschaft und Bequemlichkeit auch Wohlstand verbindet. Es blühe dies Riga, es blühe sein Handel, es blühen seine Säulen, seine Bürger. Und wir dürfen heute hinzufügen, es blühe das Baltisch-Deutsche Hochschulkontor. Danke.